Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Ja, letzte Folge haben wir 4-4 gegen Bayern gespielt, war ein sehr aufregendes Spiel, wie ich finde. Ich habe mir jetzt eigentlich mal vorgenommen, ich will den Trainingsplan von Stanisic umstellen. Der ist ja einfach immer am Nörgeln, der Typ. Wir müssen ihn auch ausgeglichen lassen, denke ich. Aber er ist einfach viel zu schwach von seinem Energiefaktor her. Aber gut, eine kleine Heulsoße. Alles klärchen. Wir spielen jetzt gegen Mainz, die sind mit uns punktgleich. Mal sehen, was da auf uns wartet. Ich weiß nicht, wann wir in der Europa League wieder ran müssen. Ah, danach gegen Rapid. Wir sind da auf jeden Fall schon durch, das heißt, vielleicht lassen wir da einfach mal die B11 spielen. Also die immer zu kurz kommen oder öfters mal zu kurz kommen. So, und noch kein Spiel in Europa League gemacht haben vielleicht. Teammanagement, wir packen mal Bella Kotschap wieder rein. Wir packen mal Van de Beek wieder rein. Auch wenn Van Bommel es gut gemacht hat und hat ja auch das Tor geschossen gegen Bayern. Wir packen Stanisic wieder rein. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir so in die nächste Partie. Gegen Mainz. Aktuell sind wir gut in Form. Wir wissen aber auch, dass EA das nicht lange mit uns macht. Und dann wieder so, ne, kommen wieder Phasen, da kriegen wir wieder alles an den Mob und können machen, was wir wollen. Mainz spielt mit Zentner im Tor, mit Demiral, Leitsch und Hans Olsen, glaube ich. Hans Olsen machen die Dreierkette. Juanmi, Papela, Kraus und Bonzo Bar machen, geile Frisur, Alter, ich würde auch so eine haben, machen das Mittelfeld. Burgzorg, Barkok und Burkhardt machen die Offensive. 3-4-2-1 ist das System auf dem Papier. Keuter, oh, D, warte, Arua Barena, Koa, Wittmar, Richter, Mwene und Asano sitzen auf der Bank. Taktik, Vorgabe Standard, die letzten Spiele waren unentschieden, Sieg, unentschieden, Niederlage, Sieg. Was stand da mit Barkok? Achso, wichtige Offensivkräfte ist Barkok. Wir gehen zurück. Trainingseinheit. Getimter hoher Steilpass, da gehen wir wieder rein. Ja, und ich hoffe, allen da draußen geht's gut. Oh, fängt ja wieder super an hier. Und ihr habt mitgefiebert in der letzten Folge gegen Bayern. Ja. Kane ist da natürlich zum Fall für sich und oh, und Neumann hat scheinbar schon einen Vertrag bei Bayern unterschrieben. Anders kann ich mir seinen Pass da nicht erklären. Boah. Oh Gott, Van de Beek. Man merkt ja, warum sonst. So. Bumm. Könnte schon reichen. Was? So, der musste noch sein. Gut, wir machen weiter. Anstoß. Wir spielen in der Heinz von Heiden Arena. Am 13. Dezember 2025 um 15.30 Uhr. Schiedsrichterin ist wieder Franziska Hummelberg. Die lebt doch hier auch schon in Hannover. Wir spielen auf Ultimativ 5 Minuten und das Wetter ist, na klar, wenn es nicht regnet, ist es bewölkt. Aber gut, es ist auch Dezember, ne, muss man dazu sagen. Dann gehen wir rein. Im Stadion herrscht schon eine unfassbare Stimmung und wie könnte es anders sein bei diesem Duell, beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften, dieser Kader. Gleich rollt hier endlich der Ball, also bleiben Sie dran. Ich bin gespannt. Jetzt gilt's, jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen, gleich geht's los. Boom. Willkommen hier in der Heinz von Heiden Arena, liebe Zuschauer. Heiden von Heinz Arena. Auch heute wieder Wolfuß und Frank schlecht vorbereiteter Kommentator. Heute ein Spiel aus der Bundesliga.
Hannover 96 gegen Mainz 05. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden in direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Und so geht es die Hannoveraner an. Und gefällt mir. Die Aufstellung der Mainzer. Okay. Ich sehe schon. Das Spiel hat wieder anderes mit uns vor. Juanmi. Gute Chance. Leck, Punkt. Das Ding müssen sie machen. Es bleibt bei 0 zu 0 und ich glaube, da wird so viel zum Thema Offensivkraft. Die Gäste sind bislang in dieser Saison die Mannschaft mit der stärksten Abwehr. Die beste Abwehr haben sie und damit haben sie auch in diesem Auswärtsspiel beste Chancen. Denn das ist ja einfach ein Ausrufezeichen. Da weiß jeder Gegner, oh, das wird schwierig heute. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man Erfolg hat. Der Vorstoß da jetzt. Da passt er auf, Ball geklärt. Gut, die Lücke gefunden. Da machen sie viel Druck. Warum immer genau in ihn rein, Mann? Entscheidet auf Vorteil, weiter geht's hier. Hannover 96. Dürfte heute mehr wollen als ein Remis. Das gelang ja beim letzten Auswärtsspiel, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Und was war das für ein Spiel? Alter. 4 zu 4 am Ende. Man kann sich ja nur wünschen, dass es heute ewig zugeht. Also ich setze auf jeden Fall auf den Unentschieden. Es gibt einen Treffer im Stadion an der Försterei. Wir gehen kurz ins Spiel. Unser Ball. Wir haben hier das erste Tor für den ersten FC. Mir war eigentlich klar, dass das nicht unser Ball ist, aber irgendwie war ich gerade verträumt. Gespielt sind 20 Minuten. Glück für das Update. Das sieht vielversprechend aus. Starkes Tackling hier. Tony van de Beek. Josip Stanisic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh Mann. Ja, gute Hereingabe. Oh. Sehr gut gemacht. Was? Ich dachte, der geht aus. Ich habe mich schon auf eine Ecke eingestellt. Wo sind die Außen? Neumann. Niklas Dorsch. Josip Stanisic. Jetzt die Flanke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Warum kommt meiner von da ganz hinten, um diesen Ball zu holen? Den Angriff haben sie am Ende doch nicht konsequent genug aufgebaut. Eri Demir. Gibt Vorteil nach diesem Foul. Es gibt ein Tor im Spiel. An der alten Försterei im Studio jetzt die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Torschütze ist Mason Mount. Dieses Tor hat er sich durch ein tolles Dribbling auch wirklich verdient. Da belohnt er sich selber. Ja. Der neue Spielstand damit 1 zu 1. 35 Minuten. So, oben die Leiste ist weg. Dankeschön dafür. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt die Ecke. Entschlossen geklärt. Naja, geht mit Freistoß weiter. Warum? Was habe ich gemacht? Ja, energischer Vorstoß. Jetzt das war dann einer zu viel. Der Gegner hat den Ball. Stanisic.
Da ist die Flanke. Mann! Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Jonathan Burkhardt. Komm schon. Der wollte mich tunneln, die Sackratte. Passt der natürlich etwas zu und weiter. Guami. Ja, das sieht gut aus. Stark. Meiner. Wird im Moment sehr gefährlich, was sie da machen. Könnte die Führung werden. Super. Oh. Pause in dieser Partie nach Durchgang. Anstrengendes Spiel bis jetzt. Die Gäste können auch nicht zufrieden sein. Es heißt. So, wir gucken mal. Alle sind noch relativ fit. Nun geht's hier weiter in der 1 von 1 Arena. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Van de Beek. Den Ball hat er. Oh Mann. Guami. Dranbleiben, nicht aufhören. Ja. Super Zweikampf, den Ball hat er. Es tut sich was in Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Der Torschütze war. Hey, was machst du da? Dieses Tor ist nach einem Abwehrfehler gefallen. Ja klar, das nutzt er natürlich. Was? Ich wollte ihn rüberlegen auf meiner Mann und dann habe ich Schießen und X und Kreis und Dreieck und Viereck und Würfel und. Danke vielmals für dieses interessante Update. Stören früh, da ist der Ball. Flanke kommt in den 16er. Ja, sie können erstmal klären. Wichtig ist eigentlich, dass wir im Ballbesitz bleiben, oder? Ja, da ist Platz jetzt. Donny van de Beek. Seed up! Gute Chance, aber beide macht er ganz sicher. Okay, egal. Jetzt müssen wir aber langsam mal eine Bude machen hier. So. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Guter Vorstoß. Aber stark, Bella Kotscher. Mann! Es gibt Ecke und damit die Chance. Hab ich so schön gedacht gehabt, das Ding. Es wird gewechselt. Ecke kommt lang. Ey, was? Das, ey. Die nächste Ecke. Das kann nicht wahr sein. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Den Ball oh, wenn der rüber plumpst. Dann kriegt Riese den voll auf die Friese und dann. Ich glaube, wer hier das Tor macht, gewinnt. Hannover 96 gibt hier in diesem Spiel aktuell eindeutig den Ton an, was den Ball jetzt angeht. Wenn Sie die Chance, die Sie haben, auch nutzen können, genau hinschauen. Yes!
glücklich, aber ja, dann vielleicht doch verdient. Ich meine, die ganze Zeit ist Einbahnstraßenfußball hier. Wir werden mal wechseln. Wir machen mal Ise für Köln. Darren Will würde ich gerne bringen für Reze, auch wenn er gerade die Bude gemacht hat, aber ich denke, den kann man da ruhig mal runternehmen jetzt. Und Hollerbach vielleicht für Bayer. Zack. Die Führung. Ich meine, dadurch, dass wir ja mit Reze, mit Darren Will, also mit Van Bommel, mit wie sie alle heißen, Hollerbach, haben wir ja wirklich extrem viel Tempo und wenn wir mal einen runternehmen davon. Guter Angriff jetzt, sie kommen, sie wirken da sehr druckvoll. Na, jetzt ist der Ball doch weg. Merkt man das nicht so extrem? Guter Vorstoß da jetzt. Ja, gefährlich. Leco mio. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Hallo. Jungs, wir spielen noch. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich habe wirklich gedacht, wer hier das 1-0 macht, der wird das Spiel gewinnen. Dass dann, dass dann überhaupt noch ein Tor fällt, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Im Stadion an der alten Försterei. Wir gehen kurz ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Union Berlin. Torschütze war Kevin Volland. Ein Torwartfehler hat dieses Tor ermöglicht. Ja, da hat er wirklich einen Aussetzer gehabt. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind jetzt können sie es machen. Hui! Sehr gut. Da ist ja der Durrenville-Effekt doch noch irgendwie weiter mit durchgekommen. Und lässt sich dann auch hier nochmal blicken. Aber jetzt weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Dass hier noch Tore fallen, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich meine, da passiert 70 Minuten gar nichts. Chancen, ja. Damit sind sie nun 2-1 in Führung. Stanisic? Was ist los? Jetzt kommt die Ecke. Starkes Ding. Unruhig. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Stanisic. Das ist die Chance. Was? Mit Wahnsinn, wer hätte das gedacht, Alter? Bis zur 70. Minute passiert hier rein gar nichts. Und dann 71, 76, 79 und 90. Das ist ja verrückt, wirklich verrückt. Und damit steht es nun fest.
Und der trifft doppelt hier, der Hollerbach. Das war eine klasse Leistung. Oh, Wahnsinn. Fast schon mühelos. Aber freut mich. Natürlich überzeugt. Freut mich wirklich. So, Interview nach dem Spiel. Bayern hat 2-1 verloren gegen Union Berlin. Wahnsinn. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns. Warum hat Schaub keine weitere Chance in der Startelf bekommen? Die Leistungen sprechen für sich. Das Team ist der Star. Hoffentlich motiviert ihn das. Das Team ist der Star. Hollerbach hat 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar. Insgesamt eine tolle Leistung. Das zweite Spiel gegen Mainz lief besser. Wie hatten Sie sich vorbereitet? Wir waren das entschlossenere Team. Vielen Dank. Gerne. Okay, wir haben wieder jede Menge Nachrichten hier. Unsere Ziele sind gefährdet. Stanisic hat offenbar zu wenig Energie. Wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das finanzielle Wachstum des Vereins ein wichtiges Ziel für den Verein. Derzeit scheint dieses Ziel gefährdet. Zeig mal. Er zählt über 2 Saisonen ein Profit von 3 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Verbleibende Saison 1. Hui, da müssen wir in der Winterpause noch einige Jugendspieler verkaufen. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Es freut mich, wieder spielen zu können. Boah, wie lange ist das her? Ich weiß, wie wichtig du für die Mannschaft bist. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Danke, Boss. Ich bin stolz auf dich. Was ist denn los hier? Was stimmt denn nicht mit den Spielern? So, okay, wir haben jetzt das letzte Spiel in der Europa League vor der Brust. Haben 6 Punkte Vorsprung. Ich würde sagen, da kann man dann ruhig mal ein bisschen rotieren und vielleicht dann auch mal die Spieler in die Startelf packen, die sonst weniger spielen. Wer das dann genau sein wird, entscheiden wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich würde mich freuen, wenn du dann noch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Ciao, ciao.